Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play The Evil Within The Assignment. In der letzten Folge haben wir diesen Dude da vorne abgelenkt und den anderen eingesperrt. Ich hoffe, die Gesundheit regeneriert sich von selber, ansonsten wäre ich irgendwie echt ein bisschen am Arsch. Tut sie das? Oh Mist, wie kann ich die Gesundheit sehen? Eieiei. Sie hält sich aber nicht mehr an ihrem komischen Auge so komisch fest. Ja, so macht es Sinn. Deshalb hoffe ich mal, dass das jetzt funktioniert, so wie ich das will. Das wäre natürlich ganz cool. Auch wenn er mich jetzt nicht sieht. Was der andere Dude da macht, interessiert mich eher weniger. Bitte geh einfach komplett so straight woanders hin. Das fände ich echt toll. Nein, hier bin ich nicht. Natürlich kommt er genau hier hin, wo wir gerade sind. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, oder auch doch nicht, ne? Ja, ich gehe dann doch einfach woanders hin. Oh, ich habe getrackt, dass sie da ist. Also gehe ich doch... Oh. Also gehe ich doch wieder wo ganz anders hin, wo ich eigentlich nichts verloren habe. Wenn sie genug Ausdauer hätte, würde ich den ja jetzt hauen, aber das spare ich mir mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Hits halten die wohl aus? Offenbar nicht viele und ich habe mir keinen Timer gestellt. Jetzt zieh dich, Miststück. Weg, 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 weg. Stirb! Nein, lass dich doch nicht immer instant direkt hauen. Du bist so dumm. Ach, meine Güte. Naja. Ja, lol, er ist einfach schon fast drüben. Aber befindet sich doch auf der anderen Seite. Ja, dann gehe ich einfach wieder durch das Gitter zurück. Weil ich so dumm bin. Also ich würde sagen, wir machen den gleichen Spaß einfach nochmal. Vielleicht stirbt er ja irgendwann. Stirb! Tschüss. Och Gott, ey, das ist doch nicht in Ordnung. Wieso tut er das? Verpiss dich. Geh weg. Bitte gehen Sie weg. Oh, wie viel hält der denn aus? Also ich will das jetzt erstmal ausprobieren, aber das ist echt nicht fair. Stirb! Ja gut, dann rennen wir halt jetzt hier hoch, weil der hier auch hoffentlich nicht durchkommt. Durch da! Hoffen mal, der kommt hier nicht durch. Das wäre irgendwie nicht ganz so cool. Gibt der auf? Ja, perfekt. Er rennt einfach wieder zurück. Schlau. Na gut. Stirbt der wohl überhaupt irgendwann? Würde mich jetzt mal so einfach nur interessieren. Wo ist denn der? Ist der überhaupt noch hier? Nein, tritt doch bitte einfach nochmal. Das ist doch nicht in Ordnung. So, jetzt renn mal besser weg. Ich habe keinen Bock, hier jetzt drauf zu gehen. Nur weil du dich nicht ein bisschen beeilen kannst. Bitte beeil dich. Bitte, bitte beeil dich. Bitte, ich habe keinen Bock, hier jetzt zu sterben. Ich habe ihn schon dreimal gehittet. Oder zweimal, ist mir egal. Okay, dann sind wir wieder safe. Puh. Tritt ihn doch einfach einmal tot. Tschüss. Ach, stirbt ihr überhaupt irgendwann mal? Ich glaube irgendwie nicht. Kann ich die Flasche auf ihn werfen?
Nein, ich habe die hier noch nicht mal. Ich glaube, das war auch die Taschenlampe. Och nö, das ist doch nicht fair. Als ob der einfach so 10 Tritte braucht, bis er endlich mal stirbt. Das ist unrealistisch auf Doom. Stirb! Nein, nein, nein. Der muss doch irgendwann sterben. Als ob der das einfach so die ganze Zeit überlebt. Das ist voll unrealistisch. Ja, ich glaube, wir können das auch langsam einfach knicken. Wir müssen ihn einfach irgendwie ablenken und dann wird er uns irgendwann in Ruhe lassen. Oder dann kommen wir da irgendwie durch. Hoffe ich. Betonung liegt auf Hoffen. Ich verstecke mich hinter einer Glasscheibe. Das macht bestimmt Sinn. Och nö. Oh, auf dem Feuerlöscher stehen sogar Instructions drauf. Wie cool. Oh, ich brauche eine Flasche. Kackautomat. Ich könnte auch einfach mit Ruvik werfen, aber ich glaube, der ist gerade nicht hier. Wenn der jetzt bitte woanders hingehen würde, fände ich das echt super duper cool. Du siehst mich nicht und wenn du jetzt hier hingehst, bist du kacke. Dann gehe ich halt weg. Genau, die andere Richtung ist viel besser. Nein, 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 bleib doch nicht stehen. Als ob ihn sein hässlicher Freund da nicht interessiert. Oh oh. Ja, wir brauchen halt noch so eine Flasche. Zum Glück steht da noch eine, die nehme ich mal eben mit. Kannst du dich jetzt bitte beeilen? Oh, sei doch nicht direkt so erschöpft und lass dich umbringen. Als ob sie so lange braucht und als ob sie nur so 5 Sekunden lang sprinten kann. Als ob. Das ist doch nicht in Ordnung. Wir verbrauchen einfach jetzt so 5 Minuten von diesem ganzen Spiel, nur weil dieses Spiel so komisch rumkackt. Keine Ahnung. Das ist doch alles nicht fair, aber das habe ich früher auch hinbekommen, also bekomme ich das jetzt auch hin. Warte jetzt einfach, bis der so ein paar Meter weg ist und dann werfe ich die Flasche einfach da hoch. Dann rennt der bestimmt nach oben und wir rennen dann einfach zur Tür. Das ist der neue Masterplan. Ob der was wird? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht, Dingsen. Nö, ihn juckt das einfach nicht. Du kannst die Flasche werfen, wie viel du willst. Mich interessiert das nicht. Kannst du jetzt bitte woanders hingehen? Das fände ich echt super duper. Ich glaube, früher habe ich einfach immer die Flaschen hier reingeworfen. Also von da hinten hierhin geworfen und dann bin ich da durchgegangen. Aber ohne Flaschen wird das nichts. Also schauen wir uns jetzt noch einmal hier um. Vielleicht steht hier ja noch irgendwo eine Flasche von irgendeinem Mitarbeiter, der zufällig Alkoholiker war. Es wäre vielleicht nicht falsch, wenn wir uns hier irgendwie so hinter verstecken. Hier drüben! Und den einfach hier hinrufen. Okay, dann kommt der hier lang. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, nee, ich geh jetzt hier durch. Tschüss. Oh, dann verstecke ich mich in diesem Schrank. Als ob der mich jetzt hier drin findet. Der hat mich hier nicht reingehen sehen. Dann dürfte er mich auch nicht finden. Genau. Lol, wie die Tür einfach aufgeht, aber da einfach so ein voll die fette Blockade ist. Das ist doch nicht okay. Nebenbei habe ich mal meine Energy Drink Marke gewechselt. Ausnahmsweise.
Und ich trinke hier gerade Pineapple and Coconut und das ist leider geiler als ich dachte. Ich habe den irgendwann auch mal warm getrunken, aber der war echt widerlich in warm. Und jetzt war der letztens so im Angebot, so die komplette Marke. Da dachte ich mir einfach, probierst du den einfach nochmal? Ich glaube, so kacke war der gar nicht. Und jetzt habe ich den so richtig kalt und da ist der einfach voll geil. Ich bin beeindruckt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele von den Schnecken es pro DLC gibt. Es kann sein, dass es nur eine war. Es kann auch sein, dass es mehrere waren. Die andere im zweiten DLC war, glaube ich, irgendwo an der Wand oder so. Das ist leider schon alles ein bisschen her. Jetzt kommt aber was anderes. Und zwar wieder so ein Rätsel, weil der Stern da nicht komplett ist. Müssen wir den damit komplettieren, glaube ich. Und damit auch. Und hier fehlt einfach irgendwas. Das heißt, das müssen wir, glaube ich, irgendwie beschaffen. Oder so. Oder müssen wir hiervon irgendwie was wegnehmen. Oder müssen wir das Licht einfach nur so drehen. Ich weiß es nicht. Anscheinend auch nicht. Okay. Als ob ich das noch wüsste. Kann man das echt nicht drehen? Ich meine, hier haben wir jetzt den... Wenn wir dann einfach von der anderen Seite kommen... Nee, von hier oben macht das irgendwie überhaupt keinen Sinn. Dieses Rätsel macht allgemein keinen Sinn, weil hier... Ach so, ja, gut. Hier ist ja auch dieses Ding. Okay, so macht es schon mehr Sinn. Also so ist es auf jeden Fall schon mal so richtig. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den Abstand hinbekommen. Ist wohin? Das funktioniert. Tatsache, das funktioniert hier irgendwo. Ist das nicht zu groß? Nö, das ist anscheinend so groß. Okay. Perfekt. Hallo. Ich bin ein friedlicher Demonstrant und trete keine Türen ein. Nein, nein. Ach Gott, nee. Sorry, aber das, was da in Hamburg war, das muss man ja einfach mal sagen. Die Leute, die da so ausgerastet sind, sind einfach die dümmsten Vollidioten ever. Ja, war die Luft bei diesen ganzen Leuten wohl auch. Ansonsten hätte deren Gehirn nur vernünftig funktioniert. Ich meine, das muss man sich mal geben. Da wohnen andere Leute. Und dann beschädigen die einfach Eigentum von anderen Leuten, um irgendein Zeichen zu setzen. Was ist das bitte für ein Zeichen? Das ist das einzige Zeichen, was das setzt, ist, dass das dumme Vollidioten sind. Also wirklich. Ich habe mir das nur so angeguckt und dachte mir so, ist das wirklich deren Ernst? Kann man wirklich so dämlich sein? Und die Antwort lautet, ja, kann man. Nach Monaten. Oh, hier funktioniert das Scrollen. Krass. Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig und wie ich es verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt. Und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruben... Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Oder du gibst einfach seine Forschungsergebnisse irgendwann als deine aus. Kann man auch machen. Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung. Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen und die sind fast erreicht. Wenn Sie uns nicht mehr weiterhelfen können, müssen wir jemanden finden, der es kann. Überstürzen wir nichts. Ich habe Tests mit unserer optischen Diagnose gemacht. Und ich muss Ihnen etwas zeigen. Bitte, kommen Sie. Der Projektor ist nebenan. Ich will auch in den Projektorraum.
darf ich darüber auch ganz viel herausfinden und das dann auf meinem Internetblog posten. Wo ist der Projektor? Ich will den Projektor sehen. Aber man will hier immer alles genau angucken. Obwohl man weiß, dass hier nichts ist. Will man trotzdem einfach alles angucken. Das ist doch nicht in Ordnung, dass die das hier alles offen halten. Hi. Mensch. Cool, dass der auch hier ist. Der stalkt uns also. Ich wollte schon immer mal einen Stalker. Das hier sieht nach Projektor aus, aber man sollte hier vielleicht mal wieder aufräumen. Ah, wir müssen erst den Projektor hierher beschaffen. Können wir ihn jetzt benutzen? Tatsächlich, Mobius. Left Eye, Right Eye. Ich glaube, wir hatten bisher keinen Erfolg, weil wir nur Bilder und Audioreize verwenden. Alles nur passive Einflüsse. Selbst bei meinen geistig beschränkten Patienten funktioniert diese Methode nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Wir brauchen direkten Zugang. Und was schlagen Sie vor? Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobbyprojekt. Ein mechanochemischer Vorgang. Mit ihm sollten wir direkten Einfluss auf die Person haben. Vielleicht sogar Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Ich habe die Daten nebenan. Ich zeige sie Ihnen. Wieso immer nebenan? Kannst du nicht mal irgendwas hierher holen? Das haben Sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Ja, das hat dir wohl nicht so viel genützt. Das Video ist nämlich kacke. Kann ich das kaputt machen? Nein, schade. Ich will diesen Projektor kaputt machen. Darf ich da durch? Nö, da komme ich noch nicht mehr durch. Mach ihn kaputt. Das wäre voll die nice Errungenschaft, wenn wir den Projektor einfach so kaputt machen könnten. Och, kann der nicht mal alles in einem Raum haben? Ich habe keinen Bock, hier andauernd irgendwas zu suchen. Ich habe meine Ergebnisse nebenan, weil ich meine Sachen nicht in einem Raum lagern kann. Interessant. STEM A6. Das STEM-System. Immer noch cool. So, hier muss ich wieder irgendwas herzaubern mit meinem Licht. Aber wie cool das wäre, wenn wir die Gegner blenden könnten. Ich dachte mal, das wird gehen. Also ich dachte es bis gerade eben. Bis zur ersten Aufnahme. Aber na gut, anscheinend darf ich das nicht. Oh. Der sieht ja motiviert aus. Komme ich da rein? Nö, ich komme da noch nicht mal zwischenher. Geile Sache. Aber hier komme ich noch rein. Muss ich auch irgendwas herzaubern, tatsächlich. War das alles? Ich hoffe mal. Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es STEM. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruben. Ruben Victoriano. Interessant. Und wie hier einfach wieder gleich alles dunkel wird. Komme ich jetzt rein? Beziehungsweise durch? Oh nein, fick doch. Fick doch. Nein, 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 nein. Ganz bestimmt nicht. Nein, nein, nein. Oh, es hat unseren Namen gelernt. Ist weg. Bitte mach, dass es weggeht. Oh, es hat uns die Tür geöffnet. Das finde ich nett. Wo bin ich hier? Oh, die Tür scheint ja super zu funktionieren. Da komme ich anscheinend nicht durch. Gut.
Da soll ich anscheinend durch und da komme ich ja obviously nicht durch, aber da steht Laura. Hallo Laura. Glaub nicht, dass ich zu ihr hinkomme, oder? Hi. Na, ist alles gut bei dir? Ich hoffe schon. So. Und runter damit. Könnte es bitte mal speichern? Das fände ich sehr nett. So. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. So ist es. Ich würde sagen, an der Stelle setzen wir mal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin! Yeah.